Hey, willkommen zurück hier am Freitag. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema Smileys. Wie verwendest du sie im Textgame? Das ist eine Frage, die ich immer wieder von euch bekomme und die wollte ich heute mal klären, weil es wird natürlich immer häufiger, dass wir schreiben. Online-Dating ist ein Ding, WhatsApp ist ein Ding. Wobei ich dir auch empfehlen kann, immer mal mehr, auch neulich über Instagram, Sachen wie Sprachnachrichten, Sachen wie Videos zu nutzen. Aber für den Fall, dass du noch schreibst, will ich dir jetzt mitgeben, wie du am besten mit Smileys umgehst. Und die erste Sache, die du verstehen solltest, als Mann solltest du nicht mit Smileys übertreiben. Es gibt manchmal Frauen, vielleicht hast du schon mal mit denen geschrieben, die einfach die ganze Zeit nur Smileys rausballern. Als Mann solltest du dich eher von diesem Überbenutzen von Smileys fernhalten. Smileys können sehr gut sein, du musst nur verstehen, was sie machen und wo sie sinnvoll sind. Ja, also erstmal generell, als Mann übertreib es nicht mit den Smileys. Wie könntest du jetzt aber Smileys schlau einsetzen? Es gibt gerade einen besonderen Case, einen besonderen Fall, in dem es sehr sinnvoll sein kann, ein Smiley einzusetzen. Wenn du jetzt eine Nachricht schreibst an eine Frau und du hast das Gefühl, diese Nachricht könnte so ein bisschen zu hart sein oder du hast allgemein das Gefühl, das Gespräch befindet sich gerade auf einer sehr harten, sehr ernsten Ebene, dann kannst du mit Smileys tatsächlich das Gespräch ein bisschen auflockern. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das kannst du mal ausprobieren. Ja, die Frau textet so ein bisschen ernst, du textest so ein bisschen ernst und du merkst so, okay, irgendwie kippt die Stimmung hier gerade ein bisschen. Dann können Smileys dir aber helfen, das Ganze aufzulockern. Aber tatsächlich solltest du genau wie im richtigen Leben auch bei den Smileys aufpassen, welche du da verwendest. Also es gibt ja diese Smileys, die, ich sag mal, also es gibt verschiedene Smileys. Es gibt neutrale Smileys, es gibt coole Smileys und es gibt verzweifelt wirkende Smileys. Ja, es gibt das Smileys, die sind neutral wie ein lächelnder Smiley oder ein zwinkernder Smiley. Dann gibt es diese coolen Smileys. Es gibt ja den mit der Brille zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch verzweifelnde Smileys. Also echt, also Smileys, die einfach so kommunizieren, so die genauso wie im richtigen Leben kommunizieren, so, oh nein, ich bin schüchtern, ich fühle mich nicht gut. So Smileys, die nach unten weggucken oder Smileys, die sich schämen oder sonst irgendwas. Mit diesen Dingern solltest du vorsichtig sein, denn auch wenn das nur ein Smiley ist und du dich vielleicht in dieser Situation gerade gar nicht schämst, kommt es aber für die Frau so rüber. Und gerade wenn die Frau dich noch nicht so gut kennt, kann es halt sein, und das klingt jetzt total verrückt, aber es ist tatsächlich so, gerade wenn die Frau dich noch nicht so gut kennt, wenn du sie vielleicht auf der Straße angesprochen hast, dann kann es sein, dass sie anhand deiner Smiley-Benutzung so ein bisschen auf deine Persönlichkeit schließt. Ja, das ist, ich würde ja sagen, probier das mal aus. Probier das mal aus und eine Frau, die du angesprochen hast, wo du jetzt denkst, okay, ist nicht so schlimm, wenn es jetzt nichts wird, schreib ihr mal immer mal oder benutzt ganz oft diese Smileys, die so ein bisschen mitleidig wirken, die so ein bisschen nach unten gucken, so, oh Mann, ich schäme mich, oh nein, mir geht's nicht gut. Benutz die mal ein paar Mal und guck mal, was die Reaktion ist. Ja, auch wenn das gar nichts mit dir und deinem emotionalen Zustand zu tun hat, diese Smileys, man nimmt die halt wahr, man nimmt die halt ernst. Und wenn du die ganze Zeit nur diese Smileys schreibst, dann denkt die Frau tatsächlich, oh nein, der ist so einer, der ist unsicher. Deswegen sei vorsichtig, wie du Smileys benutzt. Das ist ungefähr so wie mit Ironie und Sarkasmus. Wenn du es nicht drauf hast, dann pass ein bisschen auf damit. Wenn die Frau dich nicht gut kennt, dann pass ein bisschen auf mit Smileys, sonst kann es halt vollkommen, aber wirklich vollkommen falsch rüberkommen. Also bei Smileys immer so ein bisschen aufpassen, dass du da nicht das Falsche kommunizierst. Und wie gesagt, erste Sache ganz, ganz wichtig, überbenutze Smileys nicht. Ja, da benutze eher lieber diese Smileys aus der coolen Richtung oder aus der neutralen Richtung, wenn du ein Gespräch so ein bisschen auflockern willst. Ja? Aber ich sag mal, für alle drei Smileys, die die Frau verwendet, verwendest du vielleicht ein Smiley. Das ist eine ganz gute Regel, so eine, ich sag mal, Faustregel, an die du dich halten kannst, wenn du jetzt nicht genau weißt, soll ich ein Smiley schreiben, soll ich kein Smiley schreiben. Wenn du, ich sag mal, nur mal sicher gehen willst, dann hörst du erstmal generell auf, viel zu schreiben und gehst rüber zu Sprachnachrichten, gehst rüber zu eventuell Videos. Ja, ich habe dir schon oft erzählt, Instagram ist ein super, super Tool, wenn du das nutzt, gerade wenn du jünger bist, dir ein tolles Profil aufbaust. Über Instagram kannst du Sprachnachrichten schicken, du kannst kurze Videos schicken, kurze Videos sind super geil. Die Frau kann deine Stories sehen. Und in Zukunft wird wahrscheinlich sowieso alles mehr über diese Sprach- und Videofunktionen gehen und weniger über das Schreiben. Deswegen ist die Frage, wie relevant Smileys noch in der Zukunft sein werden. Aber merkt ihr einfach, Smileys als Mann, benutzt ihr aber nicht zu viel, denn es kann tatsächlich so wirken, okay, das ist ein weicher Mann, das ist eher ein, ja, weiblicher Mann. Also es kann sozusagen deine Wirkung abschwächen. Denn das kennst du ja vielleicht, wenn du mit jemandem hin und her schreibst und beide schreiben ohne Smileys, wirklich komplett ohne Smileys. Oder eine Frau schreibt dir und benutzt keine Smileys. Ich habe dann immer das Gefühl, und vielleicht bin das nur ich, das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich schreibe mit einer nicht so fröhlichen, nicht so weiblichen Frau. Ja, je mehr
Smileys die Frau benutzt, gerade auch von diesen, ich sag mal, unterwürfigeren Smileys, desto mehr habe ich das Gefühl, okay, eher eine weibliche Frau. Nicht, dass Frauen generell unterwürfig wären, aber die tendieren eher dazu als Männer. So, und wenn ich das lese oder wenn ich das sehe, dann kriege ich halt das Gefühl, mit einer weiblichen Frau zu schreiben. Und wenn eine Frau wirklich so strukturierte Texte, ohne Smileys, mit Punkt- und Kommasetzung, dann habe ich das Gefühl, ich schreibe da eher mit einer ernsteren Frau. Und genau so kann das halt auf die Frau wirken, wenn du viele Smileys benutzt oder wenn du die falschen, nämlich diese, ich sag mal, niedergeschlagenen Smileys viel benutzt. Merk dir einfach, auch wenn es vielleicht nicht so ist, die Smileys stehen in dem Moment für deinen Gefühlszustand, weil die Frau weiß ja nicht, ob du dich wirklich so fühlst oder nicht. Deswegen pass auf, was du mit den Smileys machst. Das kann sehr schnell sehr falsch rüberkommen. Wenn du so eine Frage hast zum Smiley-Thema, dann schreib es mir in die Kommentare. Schreib mir gerne mal, wie deine Erfahrungen da sind. Schön, dass du dabei warst. Hier links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zur Coaching-Bewerbung. Wenn du in den nächsten 3 Monaten deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringen willst, mehr Frauen kennenlernen willst, mit mehr Frauen schlafen willst als jemals zuvor in deinem Leben, klick mal auf den Link unter mir. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da einfach mal rein. Dort lernst du noch einiges über Erfolg mit Frauen. Ansonsten freue ich mich, dass du heute dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.